Nach dem Sieg gegen Werder gelang es dem OHC nicht, auch gegen den SV Anhalt Bernburg doppelt zu punkten. Dem ersten Tor des Tages von Nils Haase folgte ein enges und umkämpftes Match. Die Oranienburger Abwehr stand in den gesamten 60 Minuten ziemlich sattelfest und hatte, zumindest in der Anfangsphase, in Paul Porath auch einen Torwart, der den Bernburgern einige Bälle abkaufte. Die Führung der Gastgeber belief sich auf ein bis zwei Tore. Hier drei Beispiele, dass es im Angriff funktionieren kann. Tolles Anspiel von Aaron Krey an Niklas Stanowski, der vollendet. Dennis Schmöker wie gewohnt sicher vom Punkt und noch einmal Aaron Krey von der Halbposition sind erfolgreich. Das machte den Oranienburgern Mut. Nico Richter, derzeit bester Werfer der Liga, wies auch in Oranienburg seine Treffsicherheit nach. 10-mal netzte er ein, 4-mal vom Punkt. Vergebene Möglichkeiten garantierten das erwähnte enge Spiel. Niklas Stanowski ahnte das und pushte sein Team. Ich fand, dass wir gegen einen sehr gut eingestellten Oranienburger HC angefangen haben. Wir hatten schon Probleme, Lösungen im Angriffsspiel zu finden und kamen aber so Stück für Stück dann ins Spiel über eine gute Abwehrleistung. Ich fand, dass wir die in der zweiten Halbzeit auch noch intensiver, antizipativer gestalten konnten und dadurch auch ins Tempospiel zu kommen. Das hat uns in der ersten Halbzeit gefehlt. Nach dem Wechsel zeigten die Bernburger, was ihr Trainer Martin Ostermann meinte. Nico Richter profitiert hier einmal mehr davon und erzielt die 17:15 Führung für den SV Anhalt. Die Gäste zuletzt dreimal siegreich können es natürlich auch über den Kreis, hier durch Robin Danneberg und natürlich aus dem Rückraum mit Ante Simic. Die zahlreichen Gästefans waren schier aus dem Häuschen und lieferten sich mit den OHC-Zuschauern auf der Tribüne wahre Duelle. Ja, wir hatten unsere Chancen, das muss man sagen. Am Ende waren es halt, wir verlieren mit einem Tor, Milli-Entscheidungen, wo wir den Ball halt nicht machen, wo wir die Chance haben. Ich glaube, wir machen in 5 Minuten kein Tor in einer entscheidenden Phase vom Spiel und haben eine super Abwehr gespielt, haben gekämpft, haben alles gegeben und am Ende sind es halt Nuancen, die so ein Spiel entscheiden. Und ja, am Ende können wir uns über die Schiedsrichter aufregen, wie viel wir wollen, aber wir hätten das Spiel auch gewinnen können, hätten wir unsere Bälle gemacht und schlauer damit umgegangen mit unseren Chancen. Während des gesamten Spiels gab es sehr viel Redebedarf mit den Schiedsrichtern über die Entscheidungen. Es blieb auch in den zweiten 30 Minuten ein Spiel auf Messerschneide, was so ziemlich viel zu bieten hatte. Dazu zählen vergebene Chancen auf beiden Seiten. Foulspiele gab es reichlich, so wie hier an OHC-Kapitän Dennis Schmöker. Der Bernburger Felix Krömke musste dafür mit glattrot vom Feld. Ein Faktor im Spiel der Gäste war Torwart Nikolai Petrov, der vermutlich das Zünglein an der Waage war beim Ausgang des Spiels. Als es in der Endphase spitz auf Knopf stand, versuchte der OHC mit einer offenen Manndeckung das Unmögliche noch möglich zu machen. Bernburg wehrte sich mit Kräften und unter anderem mit diesem Foul an Aaron Krey, das bis auf eine 2-Minuten-Strafe keine Folgen hatte. Das Spiel war aus, der Redebedarf blieb. Gejubelt haben die Gäste, hängende Köpfe bei den Oranienburgern. Ich denke, wir als Team, wir haben wieder gezeigt, dass wir echt zusammenhalten können. Wir hatten heute mehrere wichtige Ausfälle. Unser Kapitän Niklas Friedrich ist auch krankheitsbedingt ausgefallen. Und da sind wir nochmal einen Schritt zusammengerückt und haben heute alles auf den Platz gelassen für unseren Verein. Genau. Am Ende tatsächlich sogar die reifere Mannschaft gewonnen, die halt, so wie Martin das sagt, das wussten wir auch vorher, dass Bernburg spielt halt über 60 Minuten seinen Stil und wird sich von dem Weg auch nicht abbringen lassen, wie sie spielen. Und das ist uns halt, ja, dann sind wir in ein, zwei Situationen ein bisschen zu hektisch geworden, haben halt zu viel Fehler gemacht. Ich weiß nicht, wann ich mal gegen Bernburg gewonnen habe. Das ist einfach ein unangenehmer Gegner, die spielen genau ihr Spiel, 60 Minuten, die kennen sich alle ewig und ja, haben halt auch Qualität, was wir heute gesehen haben.